Sitz ist ewig. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich nicht weit, aber... Ich will ja alles Mögliche in diesem Gemäuer erkunden. Und einfach nur ein gerader Gang hätte ja auch mal gelangt. Hunderte Gegner von mir aus. Aber einfach nur ein stinknormaler gerader Gang. Wir wollen ein bisschen Effizienz hier an den Tag legen. Das geht halt nicht immer. So, geradeaus müssen wir weiter. Oh. Kommen wir jetzt aus dem Nichts. Ich müsste dann mal in die Statistiken schauen, wie viele von diesen Zombies ich eigentlich schon erledigen durfte. Ist ja ein Privileg. Ich tue jetzt mal die Waffe wegstecken. Speichern kann. Gibt es heutzutage auch selten. Meistens ist es ja immer so Checkpoint-mäßig, aber Checkpoints sind die schlimmsten von allen. Man weiß nie genau, wann die kommen und meistens sind die auch noch so gelegt, dass die einem nicht sehr viel bringen. Okay, also dann ja ungefähr wissen, dass man kurz vor dem Boss so ein Ding reinsetzen müsste, aber selber speichern ist immer noch was anderes. Und wie der Kronleuchter hier rum oder diese Kohlepfanne hier rum wackelt. Wieso die eigentlich an ist? Fehlt nur noch der Rest. Eine schöne Kombination, rechts und links, und dann habe ich noch reingetreten. Wie groß ist er? Ja, das Inventar ist noch groß genug. Ist ja nicht so, dass die alle nur Müll mit sich rumschlagen, tragen. So. Dürfen die es eigentlich etwas einfacher haben. Ja, die KI von den Skeletten ist nett, sagen wir es mal so. Die teilen so viel Schaden aus, dass es für einen selbst reicht. Aber auch noch so, dass man im Notfall noch ankommen könnte. Wenn man jetzt gegen die Skelette kämpfen würde, nehmen wir mal jetzt an. Man muss ja immer noch beachten, es könnte ja mal nach hinten losgehen.
Und das wäre fatal. So. Geht's gerade aus. Hier geht's nicht weiter. Woher wusste ich das bloß? Nach Alchemie machen, würde ich mich sogar freuen. Aber das mache ich nicht. Alchemie. Jetzt habe ich auf 1 gedrückt. Aber gut, ich habe einen Skillpunkt für irgendwas bekommen. Den können wir gleich noch für irgendetwas vergeben. Aber ist noch für was? Ach, Luft, Luft ist cool. So. Ich hätte eigentlich eher für... Komm. Ich hätte eventuell mehr für... Was hätte ich denn den noch ausgeben können? Für irgendwas noch. Das würde mir jetzt nicht einfallen. Oh, zum Glück ist alles zugeschüttet. Das erspart einen... Ah, Gegner, okay. Okay. Ja. Man hat eigentlich immer genug Spielraum. Wenn man einen gestunt hat, ich nenne das mal Stun. Weil im Grunde genommen sind die Gegner dann hilflos. Können nichts machen, sich nicht bewegen. Und wenn die gestunt sind, dann hat man, wie gesagt, nach Zeit 4 zwei andere Zauber. Was in diesem Fall eine Nekromantie und ein Beschwörungszauber ist. Eigentlich auch ganz praktisch, dass man in den nächsten paar Sekunden eine Armee aus dem Boden stampfen müsste. Und langsam wird mein Inventar voll. Gut. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Plural. Was meinen Mana-Verbrauch angeht, der ist wirklich extremst. Normalerweise müsste das ja auch um. Und Belohnung für das Schlösserknacken erhalten. Wann bekommt man eigentlich immer Belohnung für Schlösserknacken? Das würde mich jetzt mal interessieren. Anscheinend muss man das in einer gewissen Geschwindigkeit machen, damit man diese Belohnung bekommt. Was eigentlich wieder Anspruch dazu gibt, möglichst schnell das Ganze zu machen. Was mich wieder dazu führt, dass ich irgendwann mal